Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über das Thema Aften sprechen, was die verschiedenen Ursachen bzw. Auslöser sind und vor allem natürlich, wie man diese fiesen Dinger wieder los wird, das möchte ich euch in diesem Video verraten. Also bleibt dran! Premiere mit meinem neuen Hintergrund. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet, ob euch das jetzt gefällt. Jetzt seht ihr es ja zum ersten Mal wirklich mit dem Blur-Effekt hier. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und jetzt wollen wir auch gleich mit dem Video loslegen. Also das Thema Aften. Was sind Aften überhaupt und woher kommen sie? Was sind die Ursachen dafür? Aften, jeder, der schon mal eine Afte hatte, der weiß zu gut, wovon ich spreche. Aften sind Defekte der Mundschleimhaut. Es sind rundliche Defekte, die milchig weiß belegt sind und meistens eine Rötung drumherum haben. Und diese Defekte sind extrem schmerzhaft. Deswegen, wer schon mal eine hatte, der erinnert sich wahrscheinlich auch daran. Eine Afte ist oft wenige Millimeter groß. Es gibt aber auch richtig große Aften, die bis zu 3 cm groß werden können. Die kleinen heißen Minoaften und die großen heißen Majoaften. Ich hatte einmal eine Patientin mit einer Majoafte. Das war wirklich unangenehm für diese Patientin. Und das Problem ist bei diesen Majoaften, dass sie erstens sehr, sehr lange brauchen, um abzuheilen. Das kann bis zu 8 Wochen anhalten. Und manchmal heilen sie auch nicht gut ab, sodass Narbengewebe zurückbleibt. Und Narbengewebe kann wiederum auf seine Art Probleme hervorrufen. Die genauen Ursachen von Aften sind nicht abschließend geklärt. Also man weiß nicht ganz genau, was die Ursache eigentlich ist. Aber es werden einige mögliche Auslöser diskutiert. Zu diesen möglichen Auslösern zählen zum Beispiel ein geschwächtes Immunsystem. In dem Zusammenhang auch Stress. Stress und ein geschwächtes Immunsystem gehen ja oft miteinander einher. In dem Zusammenhang auch Ernährung. Bei der Ernährung spielt vor allem ein Vitaminmangel eine Rolle, zum Beispiel ein Mangel an den B-Vitaminen, auch ein Mangel an Folsäure oder an Eisen oder an Zink. Im Zusammenhang mit der Ernährung kann auch ein Lebensmittel der Auslöser sein, auf das man allergisch ist oder eine Unverträglichkeit hat. Genauso wie sehr saure Lebensmittel, zum Beispiel Obst, Zitrusfrüchte insbesondere, aber auch Tomaten oder Rhabarber, also auch Säfte zum Beispiel. Dinge, die sehr, sehr sauer sind. Aber auch sehr starke Gewürze, zum Beispiel Pfeffer, Chili, Curry, scharfes Paprikapulver. Des Weiteren auch zum Beispiel Nüsse oder sehr heiße Lebensmittel, Alkohol. Außerdem wird diskutiert, dass auch mechanische Verletzungen eine Rolle spielen können. Das kann zum Beispiel sein, ein Zahnarztbesuch, also wenn eine längere Behandlung vorlag, da lag die ganze Zeit eine Watterolle in der Wange, hat die Schleimhaut gereizt oder auch der Sauger durchs Absaugen. Sowas kann die Schleimhäute reizen und dann kann auch im Nachhinein dort eine Afte entstehen. Oder aber zum Beispiel Bissverletzungen, wenn man sich auf die Wange gebissen hat oder wenn man Zahnersatz hat, der drückt und die Schleimhaut dadurch verletzt. Oder auch harte Brotkrusten oder wenn man eine feste Zahnspange trägt und die Schleimhäute ein bisschen verletzt. Das spielt ja alles eine Rolle. Was auch häufig ein Auslöser ist, sind zu scharfe Zahnpasten oder Mundspülungen. Insbesondere Zahnpasten mit dem Inhaltsstoff Sodiumlaurylsulfat können eher dafür sorgen, dass Aften auftreten, weil dieses SLS nennt man das abgekürzt, also Sodiumlaurylsulfat, das reizt die Schleimhäute. Aber auch zum Beispiel aggressive Mundspülungen können Auslöser sein, weil wie gesagt, das einfach für die Schleimhäute zu aggressiv ist. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wird man diese schmerzhaften Aften wieder los und auch was kann man vielleicht dafür tun, dass sie gar nicht so schnell wiederkommen, am besten gar nicht wiederkommen. Die braucht ja nun wirklich kein Mensch. Also im Normalfall heilen die Aften von alleine wieder ab. Das dauert 4 bis 14 Tage. Man kann aber ein paar Dinge tun, um diesen Heilungsprozess zu beschleunigen. Ihr könnt zum Beispiel zu eurem Zahnarzt gehen. Der hat verschiedene Salben und Tinkturen, die er da drauf geben kann, sodass die Aften schneller abheilen, als sie sonst tun würden. Und vor allem auch die Schmerzen ein wenig lindern.
Nun wollt ihr aber ja bestimmt auch wissen, was ihr selbst dafür tun könnt, um Aften loszuwerden und auch was ihr tun könnt, damit sie nicht wiederkommen, damit sie dauerhaft wegbleiben. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man den Auslöser kennt. Wenn man also weiß, das ist bei mir der Auslöser, dann sollte man diesen Auslöser meiden. Ist logisch, ne? Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, den Auslöser herauszufinden. Manchmal kommen auch viele Sachen zusammen. Zum Beispiel, wenn man viel Stress hat, dann ist Stress ein Auslöser. Aber oftmals, wenn man viel Stress hat, ernährt man sich auch nicht mehr so gut, hat keine Zeit zu kochen, isst einfach irgendwas, was gerade da ist, isst vielleicht auch mehr Süßigkeiten als sonst. Also die Ernährung ist schlecht, das schwächt die Verdauung, das schwächt das Immunsystem, man nimmt nicht mehr genug Nährstoffe auf. Es kommt halt einfach oft viel zusammen. Und da ist es immer ganz hilfreich, wenn man einfach sich mal selbst beobachtet, darüber nachdenkt, was war in den letzten Tagen eigentlich los, was könnte es gewesen sein. Wenn man zum Beispiel viel Saures gegessen hat, dass man das einfach mal reduziert, diese sauren Lebensmittel. Aber wie gesagt, das hängt von dem Auslöser ab. In jedem Fall kann es hilfreich sein, sein Immunsystem zu stärken. Und wie macht man das am besten? Natürlich auch über eine gesunde, ausgewogene Ernährung, damit man genug Vitamine und genug andere Nährstoffe aufnimmt. Insbesondere Vitamin C und Zink sind für das Immunsystem sehr wichtig. Vitamin C würde ich jetzt aber nicht unbedingt über Zitrusfrüchte zu mir nehmen, weil die ja nun mal sehr sauer sind, sondern es gibt auch sehr gute andere Vitamin C-Lieferanten. Dazu zählen zum Beispiel Petersilie, Paprika, sämtliche Kohlsorten, zum Beispiel Grünkohl, Rosenkohl, Brokkoli. Das sind alles hervorragende Vitamin C-Lieferanten, die nicht so sauer sind. Zink ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, vor allem auch für die Wundheilung wird Zink ganz, ganz dringend gebraucht. Und wenn jetzt vielleicht sogar noch ein Zinkmangel vorliegt, was ja auch ein möglicher Auslöser ist, ja, dann ist es natürlich klar, dass man Zink zuführen sollte. Außerdem, falls ein Folsäure-, Eisen- oder Vitamin-B-Mangel vorliegt, sollte man natürlich auch sich darum kümmern, diesen Mangel zu beseitigen. Am besten über eine gesunde Ernährung, aber manchmal ist das einfach nicht ausreichend. Ich würde empfehlen, Bio-Qualität zu essen, weil Biokost einfach nochmal mehr Nährstoffe enthält als konventionelle Lebensmittel. Aber oft reicht selbst das nicht aus. Wenn man zum Beispiel gestresst ist, dann ist die Verdauung beeinträchtigt oder kann beeinträchtigt sein. Oft ist das der Fall. Dann kann man die Nährstoffe, die man isst, gar nicht mehr richtig verwerten, nicht mehr richtig aufnehmen. Und deswegen kommt man manchmal auch um Nahrungsergänzungsmittel nicht drum herum. Was ich euch auch ans Herz legen würde, ist einfach mal auszuprobieren, eine Zahnpasta ohne SLS, also ohne Sodium-Laurylsulfat zu verwenden. An meinen Patienten habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn die einfach mal eine Zahnpasta gewechselt haben ohne SLS, dass die Aften auf jeden Fall deutlich seltener kamen. Das kann man mal ausprobieren. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung mal einige Zahnpasten, die kein SLS enthalten, dann könnt ihr da mal nachschauen, welche da in Frage kommen. Das waren jetzt ja alles sehr allgemeine Dinge. Was kann man jetzt eigentlich im akuten Fall direkt tun, um die schmerzhaften Aften loszuwerden? Auch da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und ihr müsst so ein bisschen für euch herausfinden, was für euch speziell am besten funktioniert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, was für euch konkret am besten funktioniert. Vielleicht kommen auch noch mehr Vorschläge zusammen, als ich hier jetzt bringe. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr individuell, was für den Einzelnen sehr gut hilft. Was man zum Beispiel tun kann, ist Essigessenz 25%. Es wird erstmal höllisch brennen. Ihr nehmt auch nur eine kleine Menge auf dem Wattestäbchen, tupft es kurz auf und lasst es etwa 30 Sekunden einwirken, dann sofort ausspülen. Also wie gesagt, es wird wirklich höllisch brennen, aber danach sind die Schmerzen oftmals weg. Dann kann man zum Beispiel auch noch Legaseth Natur verwenden. Das ist wie ein Wundpflaster für eure Mundschleimhaut. Das deckt es so ein bisschen ab und schützt vor äußeren Reizen und auch vor Druck. Was man sehr gut auch verwenden kann, ist Kamillenextrakt. Ich bin ja immer ein Freund davon, das Ganze erstmal natürlich anzugehen. Kamillenextrakt wirkt sehr, sehr gut, hat ja antientzündliche Eigenschaften, desinfizierende Eigenschaften und auch beruhigende Eigenschaften. Insofern, Kamillenextrakt wirkt sehr, sehr gut. Außerdem kann man verwenden Kamistat, das ist wiederum nicht ganz so natürlich, enthält aber auch Kamille und zusätzlich noch Lidocain.
Lidocain ist ein Betäubungsmittel. Das heißt, die Stelle, der Defekt, wird oberflächlich betäubt und damit auch die Schmerzen gelindert. Was man noch machen kann, sehr, sehr gut hilft auch Zistrosentee. Einige von euch kennen das. Es ist ein natürliches Antibiotikum. Es ist gerade auch jetzt in der Erkältungszeit hervorragend fürs Immunsystem und vorbeugend gegen Erkältung. Zistrosentee ist wirklich ein natürliches Allheilmittel, kann man schon fast sagen. Auf jeden Fall hat es viele Anwendungsgebiete und auch bei Aften kann es sehr, sehr gut helfen. Aber Achtung, Zistrosentee macht extrem starke Verfärbungen. Also nach dem Tee am besten direkt die Zähne putzen. Das macht wirklich starke Verfärbungen. Meiner Erfahrung nach sogar noch heftiger als schwarzer Tee. Außerdem kann man auch Propolis verwenden. Propolis hilft gegen Bakterien, Viren und auch gegen Pilze und wirkt auch sehr, sehr gut bei Aften. Propolis gibt es zum Beispiel als Tinktur zu kaufen. Zum Beispiel in Kona Skin ist das enthalten. Kona Skin enthält außerdem auch noch Manuka-Honig. Und auch Honig ist ja sehr gut desinfizierend und kann auch, wenn man erkältet ist zum Beispiel, ja den Rachenbereich lindern, also die Halsschmerzen, kann dort desinfizieren und eben auch bei Aften kann das sehr, sehr gut helfen. Außerdem könnt ihr mal Salvia Thymol ausprobieren. Dort sind verschiedene ätherische Öle enthalten, zum Beispiel Salbeiöl, Pfefferminzöl, Eukalyptusöl, eben noch viele weitere ätherische Öle und auch das hilft oft bei Aften. Gibt es auch in der Apotheke zu kaufen. Und noch ein ganz natürliches Heilmittel ist der Knoblauch. Auch im Knoblauch ist ein ätherisches Öl enthalten und auch das kann bei Aften helfen. Also ihr habt jetzt eine lange Liste an Dingen, die ihr tun könnt gegen Aften, sowohl im akuten Fall als auch langfristig, damit sie nicht wiederkommen und ihr sie endgültig dauerhaft loswerdet. Ihr müsst nur einfach für euch so ein bisschen herausfinden, was für euch funktioniert. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und das hilft auf jeden Fall auch den anderen, denn ich bin mir eigentlich sicher, dass da noch Sachen dabei sind, die ich jetzt nicht genannt habe. Wenn euch dieses Video geholfen hat, würde ich mich super doll darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Denn dann kann ich einfach noch mehr Leute erreichen und noch mehr Leuten helfen. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, teilt es gerne mit anderen Leuten, denn Aften haben so viele Menschen, so viele leiden darunter und ich bin mir sicher, dass das vielen Menschen helfen kann. Und ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und drückt auch gerne auf die Glocke, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!